Sonntag, 12. Oktober 2014, der EC Peiting zu Gast bei den Tölzer Löwen, denen bisher in dieser Saison noch kein Punktgewinn in einem Sonntagsspiel gelang. Erste Chancen für die Löwen, eine Traumkombination, 1:0 durch Tobias Biersack. Die Torflut ist eröffnet, Peiting gleicht aus durch Andreas Feueregger. Und setzt gleich noch einen drauf, 2:1 Peiting. Zwei beide Tom Kimmel. Die Löwen erhöhen auf 3:2 durch Franz Mangold. Und 4:2 durch Florian Strobel. Aber noch vor der Drittelpause kommen die Peitinger heran auf 4:3. Trainer Florian Funk dazu, Spiel mit dem Puck gut, ohne eine Katastrophe. Die Mannschaften beherzigen die mahnenden Worte ihrer Trainer. Im zweiten Drittel fällt nur ein Tor. 4:4 Peiting. Foul Peiting. Penalty. Nix war's. Überzahl Peiting, Kreitel erhöht auf 5:4. Powerplay der Löwen, Ausgleich 5:5. Auftritt Stadionsprecher. Die Verlängerung bringt keine Tore, daher Penalty-Schießen. Kameramann verschläft das Tor der Löwen zum 6:5. Kein Tor. Kein Tor. Kein Tor. Wieder nix. Und verpasst somit das Siegtor. Seitdem wird der Kameramann vermisst, wie ein Find, Conan Peuten. Die Tölzer Löwen gewinnen ihr Sonntagsspiel gegen den EC Peiting und belegen aktuell Platz 5 der Tabelle.